Hallo, ich bin Karin und möchte heute mit dir ein Thema besprechen, das mich schon einige Jahre bewegt. Ist dir auch schon aufgefallen, dass der Umgang zwischen Menschen immer unfreundlicher wird? Extrem kann man es in sozialen Medien bemerken, wo Kommentare abgegeben werden, die andere Menschen herabwürdigen. Nicht selten werden Wertigkeiten abgegeben, die das Gegenüber in ein schlechtes Licht rückt. Im Grundgesetz steht nicht umsonst im ersten Artikel, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Auch Jesus nimmt dieses Thema ernst. In Matthäus 5, Vers 21 bis 22 können wir lesen. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Mal ehrlich, wie häufig haben wir solche oder ähnliche Ausdrücke anderen gegenüber schon gebraucht oder auch gegen uns selbst? Wenn wir einen Fehler gemacht haben oder ein Missgeschick gehabt haben, dass man zu sich selber sagt, wie blöd man doch ist. Auch ich selbst ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich mit einer negativen Aussage betitle. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir sollten uns das immer vor Augen haben, wenn wir andere Menschen beurteilen. Sie mit den Augen des Schöpfers sehen. Unser Vater im Himmel sagt sehr gut über alles, was er geschaffen hat, über jeden Menschen. Lasst uns immer mehr darauf achten, unsere Mitmenschen aufzubauen und zu loben, einen Unterschied zu machen. Im gleichen Kapitel, also in Matthäus 5, Vers 14 bis 16 steht, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen werden. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Licht soll leuchten und somit einen Unterschied machen. Oft sind es nur die kleinen Dinge. Zum Beispiel habe ich letzte Woche im Pflegeheim einer dementen alten Dame intensiv und liebevoll in die Augen geschaut und sie angelächelt und zu ihr gesagt, Jesus liebt sie. Das Aufleuchten ihrer Augen hat mir bewusst gemacht, dass es trotz Maske und Kleinigkeiten geht, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Darum soll keiner von uns darin müde zu werden, unser Licht leuchten zu lassen. Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Tschüss, bis zum nächsten Input.